Also, ich möchte Morphin finden für diese Quest Schmerzmittel und deswegen geht's auf Woods. Auf Woods kann ich dann auch noch probieren, PMCs mit Pistolen zu töten. Also Morphin finden, PMCs mit Pistolen. Und ansonsten dürfte... Ja, Iskras kann ich natürlich auch überall finden. Nichts dabei sein. Es geht auf Woods. Chat sagt gerade halt. Schau genau. Was soll ich gucken? Kopfhörer fehlen. Oh oh. Meine Güte. Einmal wird alles versichert. Ich habe eine Sniper dabei. Hier seht ihr die Ausrüstung. Und damit hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns gleich im Raid. Oh. Scheiße, ich habe keine Weste an, oder? Ups. Ach, kacke. Oh Mann, ey. Ich bin schon so ein Tag-off-Boy, ey, ne? Naja, wird schon schief gehen. Hiernach unbedingt dran denken, einmal den Stream neu zu starten. Nicht den Stream, das Spiel neu zu starten. Nicht, dass ich schon wieder wahnsinnige Lags krieg. Ah ja, perfekt, genau. Hier wird schon wieder rumgeballert. Wait. Warum sind hier so viele... Ah, okay, ich weiß. Ich weiß, wo ich bin. Hier wurde viel mehr Deckung hinzugefügt. Das ist alles neu hier. Alles klar, auf geht's in die Richtung. Zu den Camps. Ich möchte Morphin finden. Deswegen in Richtung Camps. Und natürlich immer im Kopf behalten. Gasanalyzer. Ne, Gasanalyzer habe ich jetzt alle. Stimmt, die kann ich von meinem Spickzettel runterstreichen. Guck mal an. Iskra Autobatterie Maßband. Also normalerweise im PvP-Modus würde ich mich jetzt hier hinsetzen und mal gucken, ob hier nicht irgendeiner ankommt. Aber im PvE-Modus sind die Laufwege sowieso komplett anders als im PvP von den Leuten. Ah, guck mal an, Lighthouse. Lighthouse ist eine Map, die habe ich noch nie gespielt. Alles neu für mich. Ich habe leider eine Weste vergessen, eine schusssichere. Oder? Ja, voll vergessen, ey. Shit. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Irgendwie. Diese Herbstfarben machen mich ein bisschen, irritieren mich ein wenig. Wir haben hier Company drüben im anderen Lager. Jetzt, wenn ich jetzt... Wow! Er mich erschreckt.
Die nehme ich einfach mal mit, um nachher zu schauen, was da für Munition drin ist. Pack das ein. So. Ja, ist mir egal, der Rest. Ich möchte einen Winkel auf die Leute haben, die dort, ja. Stimmt, der hat eine Weste. Die dort Englisch geredet haben. Der ist an meinem Ohr vorbeigeflogen. Besser als gar nichts. Absolut richtig. Spielst du nur alleine? Nicht unbedingt, nein. Aktuell aber schon so ein bisschen. Shit. Oh. Ach, come on. Was ist denn heute los? Ah. Knapp über seinen Kopf drüber geschossen. Ah. Ach, Neid. Ach, Mann. Warum? Die verfolgen mich heute. Das ist tatsächlich unlucky. Ich bin kein Freund davon, das Wort unlucky zu viel zu verwenden, weil ich der Meinung bin, dass es oft verwendet wird, um eigene Unfähigkeit als unlucky zu bezeichnen. Dass es dann Unglück oder Pech sei, was ja nicht der Fall ist. Aber in dem Fall, dass ich einfach 3 Raids hintereinander gegen Bosse sterbe, das ist dann schon ein bisschen Pech. Dass die da überhaupt jedes Mal drin spawnen und... Oh, ah! Ach, ja, was soll's. Ab in den nächsten. Oh Mann, ey. Ich würde sagen, da müsst ihr mir aber ein bisschen helfen. Ich habe noch nie Lighthouse gespielt. Wir gucken uns als Scav jetzt Lighthouse an. Vorhin hieß es, findest du gut als Scav auf Lighthouse im Chalet. Wo und was ist das Chalet? Auf dem Berg links über dem Tunnel, das macht mir halt wirklich rein gar nichts. Es tut mir leid, ich habe die Map nie gespielt. Ich weiß nicht mal, wo wirklich Ausgänge sind. Dreistöckige Villa, ich glaube aber, die habe ich schon mal in irgendeinem Video gesehen. So ab und zu gucke ich ja dann doch mal ein Video an. Auch von Tarkov. Und im schlimmsten Fall öffne ich halt doch eine Map auf Google. Über Google, mit Google, mit einer Suchmaschine. Garrick Narkoman. Der gute Garrick. So. Also. Wait, das ist doch... Ist das direkt hier das Haus? Nee, ich bin woanders. Du bist genau richtig. Ja, guck mal an. Was zum... Okay, ein Reserve-Schlüssel habe ich dabei. MP5-Mag, nee, lohnt sich alles nicht. Das Scope gefällt mir. Bist du ein Scav? Ja. Ist wahrscheinlich saudumm, jetzt hier vorne rumzulaufen, wo mich von da drüben jeder sehen kann. Hinter dir. Ah, hinter mir. In die Richtung dann, oder was? Nach oben? Ah, guck mal. Ja, alles klar. Danke für den Hinweis. Ah. So, und hier kann ich Morphin und Maßband und... Geh mal auf den Tennisplatz oder was das ist. Und wieder zurück. Ah, und nochmal umgedreht. Jawohl. Ja, ist ein Tennisplatz. Oh, hier ist sogar... Ja, was geht denn ab?
Also ich kenne halt hier überhaupt die Loot-Spawns überhaupt nicht. Deswegen gucken wir uns hier ganz gemütlich mal ein bisschen um und schauen mal, was es hier so gibt. Die AK auf Vollautomatik stellen, nicht, dass es gleich Klick-Klick macht. Aua! Wie ich mich erschrecke. Hier ist es auch immer viel zu ruhig. Wenn ein bisschen geballert werden würde. Links. Ah, da. So, was bist du? Oh, ein Scav. Mein Gott. Hier ist noch ein CMS. Ich brauche einen größeren Rucksack, habe ich das Gefühl. Hier ist ja wirklich Medizin-Loot Heaven. Medizin-Loot Himmel. Was? Ah, Beute. Beute wäre Loot. Also Medizin-Beute Himmel. Der Medizin-Beute Himmel. In der Sauna war Morphin. Hinter mir auf der großen Kiste. Ihr verwirrt mich. Hier ist zu viel los. Wirtex, keine Ahnung, was das ist. Hier in der Sauna? Nee, hier ist kein Morphin. Wirtex immer mitnehmen. Nehmen! Okay. Entschuldigung. Treten Scavs Türen ein? Im Kinoraum. Ihr redet von irgendwelchen Räumen und Schlafzimmer und keine Ahnung was. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Das ist ein halbes Labyrinth hier für mich. Ich habe einen zu kleinen Rucksack. Ich brauche einen größeren Rucksack. In Nachtschränken. Oh mein Gott, man kann auch noch die Nachtschränke looten. Das ist alles hier. Das ist viel zu viel. Kann ich hier reingucken oder was? Nee. Auf den Nachtschränken wahrscheinlich in dem Fall. Ah, erschreckt mich nicht! Hört auf! Hier liegt eine Tüte mit Kot rum. Die könnten wir mitnehmen und dann anzünden und jemandem vor die Haustür legen. Klingeln und weglaufen. Oh, ein Paracord. Iridium. Also, Moment. Ich glaube, das ist alles nicht so wichtig. Das schon. Das brauche ich nicht. Dann nehmen wir lieber das mit. Regale gucken, Garage. Links der Schrank auch zwei gute Loot-Spots und gegenüber von der Garage noch ein blauer Tresor und auf der Bank im Raum spawnt auch Morphin. Ich hoffe, du kommst raus. Dankeschön. Geh raus, kostet weniger Nerven, als den Loot liegen zu lassen. Ja, absolut. Das ist alles hier viel zu viel. Geiler Scheiß. Das muss ich mir merken. Oh Gott. M86856, das ist doch auch für die. Ah, ha, dann schmeiße ich, glaube ich, das weg. Wo komme ich raus? Das könnte ja auch noch 20 Minuten dauern, bis ich überhaupt rausgefunden habe. Scav-Versteck an der Grotte, Tor des Industrie, keine Ahnung. Auf die Straße hier, die Straße runterlaufen. Rechts von mir. Okay. Ach so, da unten, die. Moment, ich mach glaube ich einfach kurz eine Karte auf, da tun wir uns leichter. Scav Hideout at the Grotto. Under the Landing Stage habe ich nicht. South on the Road Landslide habe ich auch nicht. Industrial Zone Gates, die sind da hinten. Ja, dann geh ich doch Grotto.
Müsste ja da vorne irgendwo sein, wenn ich das gerade auf der Map richtig gesehen habe. So, jetzt da drüben ist die Grotte. Jetzt ist nur die Frage, hier wurde was von Minen gesagt. Bin gespannt, ob ich in eine Mine reinlaufe. Und mich einmal kurz zu Tode erschreck. Das ist doch ein Minenzeichen. Ja, dann bleibe ich doch links davon. Müsste ich doch einfach hier rauskommen, oder nicht? Den sollte ich wahrscheinlich nicht anschießen, wa? Am Wasser bleiben. Yo, das habe ich mir schon fast gedacht. Na, die Texturen sind ja auch schön. Guck mal an. Das allererste Mal Lighthouse. Mit einem Scaff. Und noch nicht rausgekommen? Wo ist der Ausgang? Hallo? Das ist doch eine Grotte. Lass mich raus! Dahin. In der Grotte links hoch. Nee. Nee, das geht nicht. Oder? Außenrum? Dahin? Dahin? Nach oben? Okay, hier wäre ich durchs Loch gekommen. Hätte ich auch hier lang gehen können. Und dann hier... Ah, guck. Wunderbar. Oh, okay. Hier drüben. Ja, man kann auch einfach außen rumlaufen, ne? Also, so ist es nicht. Ah, schön. Schöne Sicht hier. Wunderbar. Sehr ruhig geblieben. Ich habe viel mehr Schiss gehabt, als tatsächlich am Ende hier los war. Aber rausgekommen. Yay. Ey Leute, ohne Scheiß, das war heute ein ganz seltsamer Tarkov-Tag. Die wussten, dass da eine Jungfrau kommt und haben geschlossen Kaffeepause gemacht. So wirkte es, ja. Mit dem Haus macht man Millionen nebenbei als Scaff. Okay, cool. Cool, cool. Aber alle, die nicht live am Start sind, denen sage ich Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.